Hallo, CouchDB. Mit Futon Dokumente erstellen und löschen. In Futon wählt man eine Datenbank und betätigt den Button New Document ganz oben, um ein neues Dokument zu erstellen. Jedes Dokument besetzt mindestens die beiden Felder Unterstrich ID für die einmalige Identifikationsnummer und Unterstrich REV für die Versionsnummer. Ein Hash wird als ID-Wert von Futon vorgeschlagen, wie zu sehen. Man kann aber ebenso einen eigenen Wert bestimmen. Am Anfang darf es keinen Unterstrich geben und auf Sonderzeichen sollte man verzichten. Bestätigen mit dem Klick auf das grüne Häkchen. Okay. Und sichern mit Save Document. Okay. Und die Versionsnummer wurde automatisch hinzugefügt. Eigene Felder und Werte können durch den Klick auf Add Field erzeugt werden. Bei jeder Änderung im Dokument gibt es eine neue Version. Wie bei Wikis, die Versionsnummer unter Unterstrich RV wird geändert. Also hier zum Beispiel als Feldname jetzt Name. Bestätigen und einen Wert eingeben, Doppelklick drauf und zum Beispiel Paul bestätigen. Das Feld kann ebenso wieder gelöscht werden, indem man auf das X klickt. Okay, erstmal sichern. Zwischen den verschiedenen Versionen kann man nun hin und her springen. Das ist die erste Version ohne Feld und die zweite Version mit Feld. Es gibt, wie man sieht, unterschiedliche Versionsnummern. Alle Dokumente werden angezeigt durch den Befehl curl minus groß x get http Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich localhost Doppelpunkt 5084 Schrägstrich dann die Datenbanktest hier, Schrägstrich, Unterstrich, all, Unterstrich, docs. Jetzt gibt es ein Dokument. Und das ist die aktuelle Version. Gelöscht wird durch Delete Document. Bestätigen. Und die Datenbank ist wieder leer. Ciao und viel Glück.